Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute episch wie. Ich sag's dir, dass ich diese Idee hab, das war schon wieder Meisterkuh. Sag mal so, egal, scheißegal. Klaus grillt, tritt im legendären Grill-Battle gegen die Sizzle Brothers an. Ich würde jetzt mal sagen, die heftigsten zwei Griller, die Deutschland zu bieten hat. Burger-Battle. Die werden mir im Burger zaubern, wird wieder bewertet, wie in meiner Rangliste quasi, wenn ich Restaurants teste. Ich habe Angst, dass Scheiße läuft, weil ich sehr viel erwarte. Aber ich bleibe ehrlich, ich bleibe real, wie immer. Auch hier, wir müssen das Video pushen. Knallt mir den Daumen oben rein. Knallt mir einen Kommentar rein. Dafür gibt's wieder 50 Euro Gutschein. Random an irgendjemand, den ich mir raussuche in den Kommentaren, penne ich an. Oder das Top-Kommentar, eins von beiden. Wir fahren los, erstmal jetzt zum Klausi. Und dann schauen wir, was das ganze Video so bringt. Wir sind am Start. Moin Klaus, grüß dich. Einen wunderschönen Tag. Klaus, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja, Holle, immer wieder gerne. In einem wunderschönen Heim. Sieht geil aus, Mann. Wir sind hier nah an der polnischen Grenze. Das darf man ja, sagen. Ja, ja, fast schon in Polen. Heftig, ja. Ich habe schon gesagt, keine polnischen Wurzeln, aber zum Tanken fährt er rüber. Ja. Klaus, einmal kurz so ein kleiner Einblick hier. Ne? Das sieht ja prächtig aus. Du bist anscheinend auch Hobbygärtner so nebenbei. Nee, eigentlich nicht. Das sieht nur süd aus, weil der Computer alles regelt. Okay. Und ich überhaupt nicht mehr mache. Ansonsten wäre hier Bildnis. Aber sieht geil aus. Damit wir direkt zum Thema einmal kommen. Was ist deine Taktik heute? Du willst mich überzeugen? Wie sieht dein Fahrplan aus? Ich werde eh verlieren. Das ist völlig klar. Glaubst du ehrlich? Ja! Wieso? Ja. Weil wir hier anfangen und du beim zweiten Mal bist du nach mir bist du bei den Sizzle Brothers. Ja. Viele Grüße übrigens an der Stelle. Der neueste Eindruck ist immer der schönste. Sagst du, denkst du so? Ich denke schon. Aber deshalb ist mir doch völlig. Ja, wir haben auch ein paar schöne Bison-Burger. Okay, aber du willst gewinnen. Ja, ja. Aber ich verliere auch, ja. Okay, Klaus, dann werde ich folgenden Fahrplan vorschlagen. Ich gehe nochmal schön auf deine Toilette. Bam, zieh nochmal richtig schön einen durch. Und dann, ja, schön, dass du da warst. dann gehen wir los. Und ich hoffe, wir haben Halal auch noch was für Ahmed am Start hier. Bison ist okay, ne? Ja, ja, immer, okay. Immer Bison. Ja, cool. Dann legen wir mal los, Klaus. Also Leute, hier in Klaus Hütte werden wir drin Burger braten. Das sieht schon mal heftig aus, Klaus. Wie viel Geld hast du hier in Grill-Equipment drin, so alleine in die Grills? Könntest du das sagen? Also ich habe letztes Mal durchgezählt, da waren es über 200.000 Euro, die bis jetzt reingeflossen ist. Jetzt hier stehen werden 70 bis 80, so irgendwo in der Größenordnung. Wir sind mal gespannt, auf welchen Grill wir jetzt grillen. Guck mal, ich fertig die gleich. Was für eine Aussicht auch, Klaus. Wir werden den hier heute nehmen, den Breuking Imperial 690 in der Außenküche. Und da werden wir ein paar schöne Burgies rauszimmern. Okay. Du hast gekaufte Burger Buns oder hast du die selber gemacht? Die habe ich selber gekauft. Die hast du selber gekauft. Aber die sehen mir special aus zumindest. Also das sind Malzbuns. Ich mache da nicht so eine Wissenschaft draus. Ja. Finde die relativ kernig. Dann haben sie Struktur, schmecken ein bisschen dunkel. Und gerade zu dem Bison, denke ich, ist das was passt. Wenn man jetzt so einen ganz süßen Brioche-Bun dazu nimmt mit Etepetete, ja, Roma, was kann ich dazu? Gut, Klaus, dann gucken wir mal. Das ist deine eigene Soße. Das ist natürlich dein Standard, dass wir die nehmen, ne? Genau. Die werde ich bewerten. Und dann haben wir hier, das ist, oh, was ist denn das? Tittemoor-Käse. Bisschen was herzhafter. Der riecht auch, der riecht richtig gut, Klaus. Normalerweise nehme ich immer Cheddar, aber heute dachte ich, bin nur heute, ja. Ich würde sagen, wir switchen einmal rüber zu den Sizzle Brothers und schauen, wie die das alles planen. Noch eine Botschaft an die Jungs. Strengt euch an. So, Leute, wir sind bei den Sizzle Brothers am Start. Ich sag's euch, ihr habt mit dem Garten gerechnet, mit Garten draußen, so wie bei Klaus. Naja. Aber das ist auch heftig, Mann. Hier chillt ihr und macht Videos. Steuern, Buchhaltung. Steuern. Alles was das macht ihr nicht selber. Das macht ihr nicht selber. Wir machen mal kurz einen kleinen Rundgang hier. Das ist das Gehirn? Okay. Das Gehirn ist hier. Das Gehirn steht da vorne, stimmt. Wie in meiner Beziehung bin ich das. Jetzt warte mal, ich zeig dir mal. Oha! Wie übertreibt ihr denn, Mann? Die haben sich ihr Leben lang verschuldet. Das sind so wie Zahnärzte, die sich die Gerätschaften erstmal holen. Das müsst ihr erstmal abarbeiten, naja. Geil, heftig, Mann. Also Klaus, so hast du nicht aufgefallen, sag ich direkt. Na, bei dir war schöne Natur. Bei dir war schöne Natur.
Klaus hat auch schon gesagt, ne, ich will das jetzt eigentlich gar nicht so direkt wiedergeben. Klaus meinte so in seinen Worten zu sagen, ne, eure Zeiten so, was Grillen angeht, sind eigentlich vorbei so. Ich hab den Zent zurückgehalten. Vielleicht hat er es auch nicht ganz in den Worten gesagt. Sorry, Klaus. Was für ein Equipment grillt ihr überhaupt jetzt hier? Was haben wir aufgefahren? Er ist Napoleon Prestige Pro 500 in matt-schwarz als Phantom Line. Die fahren aber auf. Das ist vielleicht auch nochmal eine Ansage, um zu Klaus zurückzufahren. Wir sehen uns eben bei Klaus nochmal. Klaus, ich muss dir noch bei einer Sache vorwarnen. Also ich bewerte dich in meinem Restaurant-Ranking quasi mit, weil ich habe ja so eine Rangliste, wo ich Burger teste. Ja. Blende ich hier eben einmal ein. Da werde ich dich mit reinnehmen. Dass du da wirklich irgendwie über 8 kommst, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ich dir nur eine 6,5 oder 7 gebe, ist das wirklich nicht schlecht. Nur nicht, dass du zum Schluss gekränkt bist. Alles, ne? Alles, überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass es dir nicht schmeckt. Bloß weil es mir schmeckt, heißt ja nicht, dass es allen anderen auf der Welt schmecken muss. Und wie oft grill ich denn Burger? Ja, schon mal hin und wieder. Aber ein Burger-Restaurant, was jeden Tag 10 verschiedene Burger grillt und sich damit beschäftigt, den besten Burger rauszubringen, muss ja per se mehr Expertise und mehr Erfahrung haben und muss einfach auch einen geileren Burger. Weil wenn die jetzt unter mir stehen, dann werdet ihr für die ein Armutszeug. Das ist ich persönlich als Grillamateur kann ja immer mich da irgendwo einreißen. Ja. Muss über McDonald's stehen, das ist klar. Ja, ja, das ist aber auch nicht schlecht. Das ist logisch, aber wenn man unter so einer Edelburger-Kette steht, ist das, denke ich mal, völlig normal. Aber mal gucken. Wir wollen natürlich auch jetzt ein bisschen Fachwissen haben. Was ist jetzt wichtig für dich beim Burgerbraten? Erstmal sagen wir so Fleisch, aber auch von der Grilltechnik. Wie gehen wir da jetzt ran? Also was wir machen werden, wir werden das auf so einer Platte hier, kriegen wir hier, auf einer Grillplatte machen, dass der ganze Saft von dem Burger, dass der nicht nach unten in den Grill reinläuft und weg ist, sondern dass der schön am Fleisch dran bleibt. Okay. Wir werden unsere Burger-Patties, die werden wir schön mit Butter vorher einschmieren, dass wir richtig schön Saft und Geschmacksträger drin haben. Die Buns mit Pfeffer einschmieren und Sushi-Mayonnaise. Ich hatte ein bisschen Maggi, dieses Umami extra mit drin. Die ist da Maggi drin? Nee, aber es schmeckt so ein bisschen nach Maggi. Aber die Zwiebeln, die haben wir so ein bisschen süß-sauer. Das finde ich sehr, sehr cool dazu. Und ansonsten haben wir noch Rucola und ein bisschen Barbecue-Soße. Okay. Ja, bums, fertig. Okay. Kurze Anmerkung, Klaus holt kurz Fleisch. Haut mir natürlich auch in diese Videos eure Empfehlungen für Restaurants und so rein. Davon lebt das Video. Algorithmus hoch, die Kommentare müssen reinknallen. Selbst wenn es nur Moin Moin ist oder sonst was. Jetzt warten wir und Klaus holt uns das Bisonfleisch. Wie eine Gazelle kommt er angelaufen hier. So, da sind die Dinger. Bison. Bison. Wofür steht Bison geschmacklich, wenn du es so beschreiben könntest? Eine Mischung zwischen enges Rind und einem schönen Stück Wild. Sieht gut aus, schön fettig, schön fetthaltig. Also jetzt nicht so extrem fettig aber, ne? 25%, so ein bisschen fetter als die normal sind. Und wenn ihr auch fast merkst, die sind noch innen gefroren. Dann hauen wir das mal gleich auf den Grill. Aber lass dir Zeit, Klaus, ne? Den richtigen Moment kennst du am besten. Also ich sag mal, ein Burger ist ein Stück Stulle mit einer Boulette drin. Also man muss sich ja schon anstrengen, einen schlechten Burger hinzukriegen. Das ist so, ja. Ich habe so viele Burger getestet, ich bin ja durch ganz Deutschland. Und die besten Burger bei mir im Ranking sind die Basic mit wirklich einfach Ketchup, sonst was, vielleicht Smash, ordentlich Röstung drin und ein einfacher Basic-Burger. Ja, der macht dich glücklich. Klaus, wir switchen mal eben rüber wieder zu den Sizzle-Brothers. Guck mal, wie die jetzt gerade am Machen sind. Und dann sind wir direkt wieder hier zurück, Leute, bei Klaus. Zurück bei den Sizzle-Brothers. Machen wir mal weiter. Die haben mir einen Kaffee aufgetischt. Hat er schon weggezogen. Wollten auch, aber ihr wisst, ich bin Suchtmensch, weil wir wie Alkohol. Habe ich auch gesagt, eben werde ich jetzt hier den Trink fange an, dich zu beleidigen, die Jungs. Also, ehrlich so. Ich muss hier, glaube ich, mal einmal hier aufs Dings nehmen. Mal rauf, Dingsen. Oh nein, habe ich nicht mein Brillenputz zu Ahmed. Wir haben Putztücher. Was, Ahmed? Jungs, was habt ihr euch überlegt zum Burger? Ein richtig geiler Burger lebt von wenig, nicht zu viel. Ein Burger muss in die Hand passen. Ein Sizzler ist die richtig perfekte Burgerhöhe, damit er gut rein. Das ist so eure Maßbreite hier unten auch. Erregt. Danke, also 20 cm, Entschuldigung. Das sind 20 cm. Ja, das ist bei mir auch so. Aber immer in die Leiste reindrücken. Glaubt mir, das pusht selber. Das Lineal wohlgemerkt, ne? Wir haben uns extra nicht lumpen lassen. Ja. Vom Patissier. Patissier? Das Wort selbst habe ich noch nicht mal gehört. Das Wort ist schon schwierig auszusprechen. Alter, Leute. Rein von der Optik und der Aufwand, das sieht schon mal besser aus als bei dir, Klaus. So nämlich. Burger muss sapschig sein. Ja. Und das Fleisch, das ist das Wichtigste. Ja. Und macht ihr aber die mit Butter auch noch dann? Ja, natürlich. Wir machen Smash-Burger. Smash. Ja, Mann. Kriegt Ahmed auch einen Burger? Ja, in Ordnung. Wir machen auch einen...
Ja, wir können theoretisch einfach direkt durchstarten, dann ja. Kriegst du einen Burger. Ja, machen wir direkt. Wechseln wir nochmal zum Klausi rüber. Was wir machen, ist alle total überschaubar, also muss da kein Küchengott für sein. Als allererstes brauchst du die Fähigkeit, eine Stulle schmieren zu können, in dem Fall ein Butterbrot. Viel hilft viel eigentlich bei Butter, ne? Oder klar? Ja. Sind da noch Zwiebeln mit drin, oder was ist das da? Nee, das sind so Malz. Das riecht auch so ein bisschen, das riecht das Malz so raus. Oh ja. Tolles Fertigprodukt übrigens, ne? Ja, aber riecht kernig. Klaus haut jetzt alles auf Vollpower hier, ne? Ja, jetzt ziehen wir, den Saft ein bisschen hoch. Den Bräuking generell, die Marke würdest du empfehlen? Ja, also wenn du mich bei Telefon fragst, sag ich Apple und bei Grill sag ich Bräuking. Okay. Ist das was? Sagen dann, frag die mal, die sagen schon was anderes. Stehst du unter Vertrag bei Bräuking? Ja. Okay. Was denkst du sagen, die Sizzle Brothers? Ich würde sagen, die sagen Napoleon. Was haben wir aufgefahren? Er ist Napoleon, Prestige Pro 500 in matt-schwarz. Okay, vielleicht switchen wir direkt mal rüber zu den Sizzles, vielleicht aber auch nicht. Also mega geile Zentrale hier. Aber hier machen wir so alles. Das ist so unsere Zentrale. Die hier so. Und auch so Bro-mäßig, ne? Dass man hier zusammen auf jeden Fall. Ja, Sizzle Brothers, ne? Ich meine, das sagt's ja schon. Ja, das ist so. Aber geht man sich nicht irgendwann auf den Piss? Also es gibt natürlich mal hitzige Diskussionen, aber das muss ja sein, ne? Sonst macht's doch gar keinen Spaß. Seid ihr auch Schniedel-Cousins teilweise? Schniedel-Cousins? Ja? Das sind wir nicht. Wir sind einfach nur Brutzelbrüder. Okay. Noch keine Schniedelbrüder. Ja, das ist ja erstmal Schniedel-Cousin. Oh, da geht's schon los hier. Wir haben uns überlegt, wir machen so ein kleines Relish für dich. Ja. Damit es alles frisch ist, lecker. Mann. Ja, geil. Ich mach gerade schon mal einen Test, weißt du, damit die guck mal. Nimm das mal so in beide Hände. Das ist einfach eine Wolke. Das Brot darf nicht zu viel Raum einnehmen. Und das kommt mir wie eine Wolke vor, fluffig. Und das ist, glaube ich, perfekte Ergänzung wird das sein. Also so meine Einschätzung jetzt. Hassen euch nicht die Nachbarn hier? Ich könnte mir vorstellen, dass sie euch richtig hassen. Das Hotel freut sich, weil wir ab und zu auch mal Gäste einquartieren. Und zu allem anderen Teil die mich einfach. Okay. Dann gehen wir vielleicht jetzt nochmal rüber zu Klausi. So Klaus, jetzt geht's rund hier, ne? Jetzt könnt ihr auch Hektik aufkommen, aber eigentlich nicht, weil wir haben ja nicht viel Zutaten eigentlich, ne? Nö, überhaupt nicht. Klaus macht alles richtig chillig so. Er ist die Ruhe weg und es ist einfach alles vorbereitet. Ist ja auch bloß ein Burger, ne? Ja. Also ist ja keine Operation auf dem Herzen, sondern wir machen einen Burger. Ihr kriegt jetzt meine neutrale Meinung. Ich bin absolut ehrlich, ob das reinhaut oder nicht. Guck gerade, haben wir die Linse sauber? Klaus, kannst du auch mal reingucken? Oh, da ist hier noch ein kleiner Dings drauf. Aber schon durchdacht. Na, so hast du auch schon mal gemacht, oder nicht? Nö. Ehrlich, nicht zum ersten Mal? Klaus, mein Lieber. Bleibt bloß noch eins, Kosten, wa? Kosten. Aber unter uns, Leute, der sieht geil aus. Fühlt sich gut an, richtig schön kernig, aber richtig hart von innen. Das, du merkst richtig halt hier, als wäre da ein Stein unten drin. Ist so eine Mischung zwischen basic, aber zugleich irgendwie special, als würde er 2 Kilo wiegen. Ja. Wo habt ihr denn euer Fleisch, Julian? Also, ich hab's hier. Das hier ist Wagyu-Hack. Oha. Wir legen extrem viel Wert darauf, dass es Tieren gut geht, dass sie lange leben können, gut gefüttert werden und bei der Schlachtung keine Transportwege haben. Und diesen Züchter hier kennen wir, die züchten in Nordfriesland Wagyu-Rinder. Das heißt, es hat nichts mit Kobe, Japan und so zu tun, das ist ein deutsches Produkt. Mhm. Die können draußen das ganze Jahr leben und kommen zum Winter hin rein, wenn sie es möchten und werden dann quasi geschlachtet, haben keinen Transportweg und das schmeckst du auch. Das sieht auch gleich ganz anders aus als jetzt normales Hack. Also viel, viel Fett. Und du hast auch noch mal eben Eiswürfel hier rüber geholt. Richtig, die brauchen wir. Werden wir dir gleich zeigen. Das sehen wir gleich. Ich bin gespannt. Wir nehmen Honey Mustard als Start, weil ich glaube, damit hole ich dich auf jeden Fall ab. Ich glaube, mit dem Barbecue hätte es jetzt leichter gehabt. Das andere kann heftiger reinknallen, aber ist schwerer. Ist auch so. Die Soße war auch nie dafür gedacht, sie auf den Burger zu machen, bis wir festgestellt haben, wie unfassbar krass sie auf den Burger schmecken. Okay. Also. Ungewöhnlich. Sag ich mal, ein Smashburger in vielen guten Lokalen schon gegessen, aber mit so einer Honigsoße niemals. Okay, interessant. Ein Cheddar-Käse. Da ist nicht so viel Mist drin, sagst du, ne? Ja, der Klaus hat was ganz Wildes gewählt. Klaus hat bestimmt so einen richtig abgefuckten Bergkäse, der so richtig intensiv schmeckt. Ja, irgendwie sowas in die Richtung voll getroffen. Ja, ist echt so. Klaus, die lesen dich wie ein Buch. Braucht dann auch noch euer Rezept und so denn im Nachhinein für die Beschreibung? Ja, gerne. Ja. Brötchen und so, die Burger Buns sehen schon Endgegner aus.
Fleisch, dry aged. Oh, der Geruch, da muss ich genau einmal eben hingehen. Jetzt verdampft das Wasser, super heiß, Käse schmilzt sofort. So, oh, vorne. Nein, Achmed, Vorsicht, aufgepasst. Ja, ja. So, Leute, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob wir zu Klaus mal rüber switchen, denn ist jetzt der Moment. Jetzt der Moment. Dann können wir uns mal reinbeißen hier, Klaus. Ah ja, also auf euch, rein in die hohle Birne. Zum Wohl. Also, knackig, du merkst die Kruste, du merkst die Frische, du merkst aber zugleich auch einen ganz speziellen Geschmack durch deine Soßen. Die Soße, die Burgersoße ist ja so leicht Barbecue-Style, ne? Ja, ja. Das ist eine coole Kombi. Ja. Echt eine coole Kombi, ein Pickel, ein Zwiebeln, auch grandios, einfach vom Biss. Sie sind geschmackstechnisch gar nicht so intensiv, aber sehr, 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 sehr knackig. Muss ja auch im Mund sich gut anfühlen. Was sagst du dazu jetzt erstmal? Ein bisschen mehr Salz. Der Bun, der lässt ein bisschen nach, ne? Also wenn der Burger fertig ist, ist der auch schon am Ende. Grundsolider, super lecker Burger, mit Sicherheit die Nummer 1. Wir gehen rüber zu den Sizzle Brothers. Der fühlt sich besser an als bei Klaus, das sage ich euch schon mal. Aha. Von der Haptik. Und Haptik ist auch schon mal, da fühlt er sich besser an. Das Klaus, sorry, schon. Es ist so. Alter, sieht ja gut aus. Eins kann ich schon mal sagen, ist köstlich. Essen zu gucken und vorne. Ganz schwer zu bewerten für mich, weil so viele Geschmackskomponenten sind. All time, alle Burger, die ich gegessen habe, habe ich noch nie so einen Burger Bun gehabt. Nicht mal vom Geschmack, habe ich schon ebenbürtige gehabt. Das zerfällt einfach und es ist auf einmal weg. Total. Einfach so saftig, aber nicht zu saftig. Es gibt Burger, die tropfen einfach runter. Du denkst so, oh nein. Es tropft zwar, aber es ist im Mund. Es geht um den Mund, da ist es perfekt. Also muss ich mich richtig tief jetzt reindenken. Wir gehen nochmal zu Klaus rüber. Also wir sind zurück bei Klaus. Zu der Bewertung, Klaus. Also ich versuche euch den Burger nochmal kurz prägnant zu beschreiben. Schöne Barbecue-Note. Patty mit Geschmack, nicht zu intensiv. Einfach lecker Fleischgeschmack, den du definitiv nicht bei jedem Burger hast. Du hast diese Kimchi-Mayo. Kann ich nicht beschreiben. Ja. Ist ein neues Erlebnis, hast du drin. Knackige Frische durch den Rucola und noch diesen Biss durch die Zwiebeln. Ist ein schönes Gesamterlebnis. Bun war ziemlich unauffällig. Und deine Benotung, lieber Klaus, dafür möchte ich, dass wir ganz tief in die Kamera reingucken. Deine Benotung, Klaus, und vielleicht guckst du doch besser mich an. Für dich gibt es heute 7,7. Eine 7,7. Man muss sich fragen, wenn ich für den Burger rechts ranfahren, sofort. Besser als die allermeisten Burger, die man so standardmäßig isst. Ist ein Top-Ergebnis. Wirklich lecker, Klaus. Freut mich. Wir schießen so Dinge aus der Hüfte und wenn wir da so weit oben mit dabei sind, dann ist das, finde ich, absolut okay. Klaus hat das zum ersten Mal so gemacht. Seine Frau sagte eben noch, die machen jedes Rezept nur einmal. Zack, das war's. Klaus, du hast es im Blut, weil... Also sonst macht man nicht beim ersten Mal Burger, macht so einen genialen Burger. War wirklich ja, geil. Ich muss sagen, du hast auch nicht, tatsächlich einen Blick für das, also alle Zuschauer mal, also wirklich einen Blick für die Dinge, die da sind. Das und das passt und das ist super. Also das passt auch vielleicht nicht, oder könnte man noch mehr. Finde ich sehr gut. Weiter so. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Guck gerne bei Klaus rein, der Mega-Kanal. Wer Essensfan ist, muss Klaus abonniert haben, meiner Meinung nach. Verlinke ich in der Videobeschreibung natürlich. Und dann sehen wir uns hoffentlich nochmal, vielleicht zum nächsten Video. Wenn ihr Bock habt, schreibt es in die Kommentare. Ich spanne, wie viele Punkte die Sizzle Brothers haben, aber das seht ihr jetzt. Das ist hart, Leute. Das ist ganz hart. Liebliches Fleisch. Hebt sich von der Intensität, meiner Meinung nach, nicht ab von normalem Fleisch, aber von der Lieblichkeit. Jetzt hätte man das Fleisch mit Butter gemischt oder so. Einfach, ich bin noch im siebten Himmel. Schöne Röstung noch von Käse, der auf dem Grill angebrannt ist, so wie irgendein Käsebrötchen, was man im Ofen hat, sich anbackt. Liebliche Soße, nicht so aufdringlich. Bun, zerfällt im Mund. Klaus hat von mir eine 7,7 bekommen. Ich weiß schon längst, wer gewonnen hat und muss jetzt künstlich Spannung aufbauen. Aber ich muss sagen, der ist deutlich besser als Klaus Burger gewesen. Es ist im Ranking nur 0,4 Punkte drauf, ist bei mir eine 8,1. Da einen höher langst du nicht ganz, dann wäre der nächste, aber das ist halt bei mir Deutschland-Ranking. Es ist sehr weit oben. Ihr seid, muss man sagen, schon deutlich vor Klaus gewesen. Der Burger von Klaus war sehr lecker. Nur ich kann ihn nicht weiter oben einordnen, weil es dann den anderen Deutschland-Ranglisten-Burger nicht gerecht werden würde. Ich möchte dir gratulieren, du hast einen guten Burger. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du ihre Wunde hast. Top. Also Leute, nochmal wirklich vielen Dank fürs Dabeisein auch. Dann sage ich euch nochmal die Hand. Vielen Dank. Sehr gerne. Schön, dass du hier warst. Sehr, sehr gerne. Ja. Und denkt mir dran, die Jungs zu abonnieren. Wenn ihr irgendwas für Essen übrig habt, Sizzle Brothers, muss ein Abo rein. Ehrlich. Ja, Mann. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.